Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über Kapitel 9. Das ist das Kapitel Controlling. Der Zweck ist, dass Sie erstens einen Überblick kriegen, wo dieses Kapitel denn im Gesamtkontext des Buches einzuordnen ist, und zweitens, dass Sie einen Überblick über das Kapitel selbst kriegen, damit es für Sie leichter ist, das strukturiert zu lesen. Steigen wir einfach mal ein. Die grobe Struktur, die Gliederung des Kapitels ist einfach... Wie immer, unter Kapitel Punkt 1 haben wir eben Grundlagen, dann das große Kapitel Punkt 2 ist Planung. Da kommt eine Vielzahl von Methoden der operativen und der strategischen Planung vor. Kapitel 3 ist dann Kontrolle, was aber eigentlich immer zusammengehört, Planung und Kontrolle. Und das letzte Unterkapitel ist eben die Informationsversorgung. Da geht es dann eben darum, wie die Informationen, die aus Planung und Kontrolle gewonnen werden, übertragen werden und vermittelt werden innerhalb des Unternehmens. Das hier ist die Gesamtübersicht über das Buch. Ich bin mir sicher, Sie träumen schon von dieser Übersicht. Wie Sie sehen, Controlling ist hier angeordnet, und wie Sie sehen können, gehört Controlling zu den übergeordneten Strukturen, also zu den Prozessen der Unternehmensführung. Also deswegen ist es hier noch relativ weit oben angesiedelt und nicht weiter unten bei den ganz operativen, konkreten Prozessen. Es geht um die Planung und die Kontrolle von wichtigen Prozessen im Unternehmen. Ja, und so kann man eigentlich Controlling schon zusammenfassen. Planung und Kontrolle der wichtigen Prozesse. Das ist so leicht gesagt, aber wenn Sie ins Kapitel reinschauen, kann das ziemlich viel beinhalten. Und da schauen wir uns nochmal die Struktur des Kapitels ein bisschen genauer an. Das ist eine Überblicksgrafik aus dem Buch 9.1. Um uns ein bisschen strukturierter Gedanken über Controlling zu machen, ist es nützlich, den Führungsprozess in vier Phasen zu unterteilen. Die vier Phasen sind eben Planung, Entscheidung, Realisierung und Kontrolle. Wichtig dabei zu beachten, bevor wir jetzt hier in die Details gehen, ist, das ist hier schön separat in diesem Diagramm gezeichnet. Also Planen ist ein separater Block, Entscheiden ist ein separater Block und so weiter. Und es ist auch schön linear gezeichnet, dass erst das kommt, dann das, dann das und dann das. Das muss nicht unbedingt so sein. Die Realität ist immer komplizierter und unsauberer als solche Diagramme. Und das sollten Sie im Hinterkopf haben, wenn Sie dann wirklich in einem Unternehmen mit Controlling zu tun haben. So, schauen wir uns hier die Unterprozesse dann nochmal genau an. Bei dem übergeordneten Prozess Planen haben wir hier Zielbildung, Problemanalyse und Alternativen aufstellen. Da geht es eben darum, Ziele bilden, wo wollen wir hin? Problemanalyse, was steht uns dabei im Weg, was sind die Rahmenbedingungen? Und Alternativen aufstellen, welche Handlungsalternativen haben wir denn? Das sind die Aktionen, die Sie aus dem Kapitel Entscheidungstheorie kennen. Wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, ist die Planung quasi abgeschlossen, und dann geht es schon über zu der Entscheidung. Da geht es eben darum, die Alternativen, die wir hier aufgestellt haben, dass wir die bewerten. Und da greift dann wieder Kapitel 2 Entscheidungstheorie, dass wir eben irgendeinen Bewertungsmaßstab brauchen. Das ist dann das Entscheidungsmodell, für das Sie sich entscheiden. Und daraus ergeben sich dann, wenn Sie die ganzen Parameter gesammelt haben und eingegeben haben in Ihr Entscheidungsmodell, daraus ergeben sich dann eben die Beurteilungsgrößen. Und dann können Sie eben die verschiedenen Alternativen bewerten, indem Sie sagen, okay, am liebsten hätte ich Alternative 1, weil da die Beurteilungsgröße am höchsten ist und so weiter und so weiter. Dann können Sie quasi ein Ranking erstellen zwischen den verschiedenen Handlungsalternativen. Und aus dieser Bewertung entscheiden Sie sich dann letztendlich für eine Alternative oder vielleicht für zwei Alternativen, ich weiß es nicht, in der Regel für eine Alternative. Und da geschieht dann hier so eine Zweiteilung in Sollwerte und Istwerte. Sollwerte bedeutet einfach nur, wenn wir uns für etwas Bestimmtes entscheiden, müssen wir eine Vorstellung haben, wo wir hinwollen, wie unsere Ergebnisse aussehen sollten, wenn alles optimal läuft. Das ist hier mit Sollwerte gemeint. Und die sind dann erst später im übernächsten Prozess relevant. Bei den Istwerten, das ist hier der rechte Strang, da geht es dann eben darum, da sind wir jetzt hier bei Realisierung schon angelangt, die Entscheidung, wenn wir uns für eine Alternative entschieden haben, ist ja nicht automatisch realisiert, sondern
Wir müssen sie gegebenenfalls im Unternehmen noch durchsetzen. Das heißt, wir müssen vielleicht rechtfertigen, warum wir hier diese Art von Kosten verursachen wollen. Und wir müssen die Entscheidung natürlich ausführen. Das heißt, das Projekt, wenn es dann entschieden und gerechtfertigt ist, abgesegnet, müssen wir es auch durchführen. Und bei der Durchführung entstehen jede Menge Daten über die Ergebnisse, Erfolgsdaten und so weiter. Und das sind eben unsere Ist-Werte. Was ist tatsächlich passiert? Dann haben wir Ist-Werte und wir hatten hier die Soll-Werte, wie es denn sein sollte, wenn alles optimal läuft. Und dann sind wir hier beim übergeordneten Prozess kontrollieren angekommen. Das nennt sich dann Abweichungsanalyse. Im einfachsten Fall vergleichen wir einfach die Soll- und die Ist-Werte und schauen, wie groß war die Abweichung, was waren die Gründe für die Abweichung und dann kann man für die Zukunft beschließen, dass man bestimmte Prozesse in bestimmte Richtungen anpasst, um diese Abweichungen eben zu minimieren. So, das ist die ganz grobe Struktur über die verschiedenen Prozesse, die mit Controlling zu tun haben. Man kann das auch noch mal ein bisschen anders darstellen. Das ist hier diese Übersicht. Nämlich kann man sich fragen, wie ist denn das Controlling mit dem Management verbunden? Das heißt, wir haben hier links die gleichen übergeordneten Prozesse stehen. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal getrennt nach Aufgaben des Managements generell, Führungsaufgaben und Aufgaben des Controllings und wie das eben zusammenhängt. Und die Kernaufgaben des Controllings eben nach diesem Institut, das hier genannt war, FEI, bestehen in der Koordination der Planung, das ist hier oben, Koordination der Kontrolle, das ist hier unten, und die Koordination der Informationsversorgung, das ist eben hier. Und Sie sehen dann, wo das jeweils mit den Managementaufgaben zusammenhängt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist einfach nochmal eine andere Sichtweise. Grundsätzlich gilt aber immer noch hier diese vier, die vier entscheidenden Führungsprozesse. So, noch ein kleiner Tipp beim Lesen des Unterkapitels Planung. Sie merken vielleicht, das ist ziemlich lang. Das sind ziemlich viele verschiedene einzelne Methoden aufgeführt, operative Methoden, strategische Methoden. Das müssen Sie nicht alles im Einzelnen detailliert lesen, das müssen Sie alles nicht aufsagen können, sondern da würde ich einfach empfehlen, dass Sie es überfliegen. Überfliegen heißt natürlich nicht, dass Sie es überspringen. Und die Methoden, die ich jetzt für uns relevant finde, die werden wir dann detailliert in den Übungsaufgaben behandeln. Ja, bei diesem Ganzen, immer wenn so ganz viele Methoden aufgeführt werden, müssen Sie sich vorstellen, wie ein Werkzeugkasten fürs Management. Sie brauchen nicht immer alles und Sie müssen sich einfach das rauspicken, was für Sie relevant ist, ne? Also Sie brauchen nicht immer den Hammer, wenn Sie irgendwas basteln. Manchmal reicht auch nur eine Schere. Deswegen Methodenwerkzeugkasten, im Zweifel für Sie mittelfristig reicht es, wenn Sie wissen, wo Sie nachlesen müssen, um eine bestimmte Methode anzuwenden. Das war mein kurzer Überblick über das Kapitel Controlling. Alle Grafiken, die ich hier gezeigt habe, sind natürlich aus dem Buch Faas und Schäfer-Kunz, siebte Auflage. Und das war's.